Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's für euch ein Food Haul. Viel Spaß dabei! Heute habe ich für euch ein ganz spontanes Video, denn gerade kam Kaufland. Wir bestellen alle zwei Wochen circa einmal bei Kaufland und jetzt wollte ich euch einmal zeigen, was wir bestellt haben. In meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass wir jetzt eine Ernährungsumstellung machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach, was wir eingekauft haben. Das ist super spontan. Es ist auch mit der Vlogging Cam, mit der Mini Legria X. Und ich habe einfach gedacht, ich zeige euch einfach, was wir eingekauft haben. Und dann fangen wir einfach mal an. Es ist eine Menge. Was ich gut finde bei Kaufland, die Tüten sind Papiertüten. Das sind keine Plastiktüten, was ich sehr, sehr gut finde. Und da fangen wir einfach mal an. Ich hole sie einfach hoch. Tut mir leid, wenn es knistert. Also, einmal habe ich Heidelbeeren gekauft. Dann einmal Cherry-Tomaten für Salate, für Tomate-Mozzarella. Finde ich super. 10 Bio-Eier in der Größe L. Hier haben wir noch einmal Heidelbeeren. Falls es mal schnell gehen muss, schon hart gekochte Eier. Nochmal Cherry-Tomaten. Dann habe ich hier zwei Avocados. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie Avocados gegessen. Aber ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich habe schon gesehen, viele machen sich das als Brotaufstrich oder auch als Dip. Darauf bin ich sehr gespannt. Ein Muss Bananen. Bananen gehen immer. Früh, wenn schnell gehen muss oder als Snack. Dann habe ich noch eine Mango. Mango, oh, ich liebe Mango. Ich schneide sie immer auf und dann löffel ich sie so raus. Oh, finde ich total gut. Dann einmal Babybananen. Für den Vitamin C-Haushalt Clementine. Oh ja, die sind gut. Die sind gut. Also man muss auch sagen, Kaufland bringen Meister Rewe, alle bringen super frische Sachen. Also die Bananen, habt ihr gesehen, sind noch grünlich, was ich sehr, sehr gut finde. Das Obst ist nicht zerdrückt, gar nichts. Also super Qualität. Zwei Gurken für Gurkensalat oder so zum Snacken. Und Möhren. Da haben wir einmal Rosenkohl. Die äußeren Blätter abmachen, 10 Minuten in kochendes Wasser mit ein bisschen Salz und dann nochmal in Butter anschwenken. Und einen Blumenkohl. Also, so, Blumenkohl, hier drin ist er. Blumenkohl nehme ich als Kartoffelersatz. Mit Blumenkohl mache ich gerne Kartoffelpüree nach, sozusagen. Fake-Kartoffelpüree. Dann habe ich hier noch einen Brokkoli, zum Beispiel für Brokkolisuppe. Und drei Zucchinis. Zucchinis benutze ich gerne für Zucchini-Nudeln, Gemüsepfanne. Und was ich auch letztens gemacht habe, ist Zucchini-Lasagne, also statt Nudelplatten Zucchini zu nehmen. Ganz dünn in Streifen zu schneiden mit einem Schaber. Super. Eigentlich kaufe ich immer frischen Spinat, hatten sie diesmal nicht da. Deswegen habe ich von Iglo den jungen Spinat genommen. Der ist frisch geerntet und einfach nur eingefroren. Und deswegen Iglo Spinat. Dann habe ich zum Snacken noch, wenn man so zwischendurch Heißhunger hat oder was nach Mittag irgendwas Kleines noch braucht, habe ich einmal Walnusskerne gekauft, beziehungsweise zweimal Walnusskerne. Dann, was wir über alles lieben, weil die so süß sind, Snackpaprika. Die finden wir so toll, da haben wir noch eine Packung dran gekauft. Die gehen super schnell bei uns weg und die essen wir vorm Fernseher und so. Also wir snacken schon gerne, aber wenn, dann nehmen wir das. Dann, was bei uns auch immer geht, ist Kohlrabi. Kohlrabi lieben wir in so einem Zustand oder auch gekocht, was ich auch gerne mache als Kohlrabi-Lasagne oder Kohlrabi als Ersatz für Bratkartoffeln. Finde ich auch sehr, sehr gut. Dann Salatherzen. Und zwar ernähren wir uns ja glutenfrei und zurzeit auch ohne Brot, ohne Kartoffeln, ohne Nudeln. Und wir essen zurzeit, dann machen wir uns Käse mit Butter und dazwischen Salatblätter. Super. Oder falls wir doch mal Lust haben, ein bisschen auf Brot oder so, essen wir Reiswaffeln. Und deswegen Salatherzen einmal für den Salat und einmal auch als Belag für unseren Käse. Dann ganz, ganz wichtig bei uns Äpfel. Wir essen jeden Tag einen Apfel.
deswegen Äpfel, 5 Stück. Und zwar nehmen wir eigentlich die Südtiroler, die sind sehr, sehr süß. Hatten sie diesmal nicht, deswegen haben wir Pink Lady genommen. So, als nächstes habe ich Paprika gekauft. Die nehmen wir so zum Snacken und die nehme ich zum Beispiel, ich fülle sie mit Hackfleisch oder auch mit Quinoa-Salat oder nur mit Gemüse. Also ganz unterschiedlich oder mit Käse noch Feta. Und das mögen wir auch total gerne. Pastinake nehmen wir auch als Kartoffelersatz. Daraus mache ich dann Pastinakenpüree. Schmeckt super, super lecker. Auch Selleriepüree ist auch sehr gut. Aber jetzt haben wir wieder Pastinake. Wir wechseln da immer. Und finden wir total lecker. Dann haben wir mal zum Testen Felinchen gluten- und laktosefrei, weil wir uns auch laktosefrei ernähren. Bin ich gespannt, wie das schmeckt. So, da wir alle so ein bisschen hier erkältet sind, habe ich nochmal neu Kamillentee bestellt. Und einmal Atme dich frei Kräutermischung für Hals und Brust. Dann Bio-Hirse-Reiswaffeln. Als kleine Sünde getrocknete Mango. Da muss man wirklich aufpassen, die haben viel Zucker, Eigenzucker. Und deswegen wirklich als Sünde. Abschminktücher. Habe ich mir die jetzt von Nivea geholt, ja. Kaufland hat auch Haushaltsartikel und Kosmetik, finde ich super. Und deswegen Reinigungstücher von Nivea. Musste wieder ein Kaffee her, und zwar von Dolce Gusto, Dahlmeier, Cremadoro ist das. Jetzt habe ich mal was zum Testen, und zwar, das ist von, ich zeige euch mal, Little Lunch. Karotte, Orange, Biosuppe mit Kokosnuss, Milch und Ingwer. Und zwar, wenn mein Mann mal alleine ist und ich nicht koche, dann kann er sich so eine Suppe machen und mal sehen, ob es ihm schmeckt. Davon habe ich 2 Stück geholt. Quinoa weiß bestellt. Brauchten wir wieder. Und dann mache ich gerne Quinoa-Salat und schnippe dann frisches Gemüse rein. Und was auch noch gut ist, wenn man Schafskäse noch mit reinmacht. Oder frisch geriebenen Parmesan. Dann habe ich noch ganz unspektakulär Weichspüler von Lenore. Da nehme ich Sensitive. Und wie schon gesagt, Krankenlager. Deswegen habe ich noch von Kneipp ein Erkältungsbad bestellt. Mit Eukalyptus und Minze. Von -L Frischkäse mit Kräuter geholt. Dann einmal Mühlenfrikadellen Klassisch. Die isst mein Mann sehr gerne. Wir sind Käseliebhaber. Deswegen Käse und zwar Gérardmer. Gérardmer ist nämlich laktosefrei. Dann, was ich liebe. Ich liebe Büffelmozzarella. Büffelmozzarella, oh mein Gott. Auch Burrata. Burrata ist auch total lecker. Deswegen habe ich hier 2-mal Büffelmozzarella. Dann habe ich hier einmal ein Bio-Rinder-Entrecote. Und zwar 238 Gramm. Dann habe ich hier noch einmal Gouda Jung am Stück. Denn wir raspeln unseren Käse selber. Denn bei dem geraspelten Käse sind ja Trennungsstoffe drin und deswegen raspeln wir den selber. Dann habe ich hier einmal Wiener Würstchen mir mitgenommen, die esse ich gerne. Dann haben wir einmal von Rogette den Ofenkäse und zwar in der Geschmacksrichtung cremig mild Butter. Da nehmen wir immer ungesalzene Butter und diesmal von Kerrygold. Dann haben wir einmal von Innocent uns Kokosnusswasser bestellt. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich probiere mal. Live-Test sozusagen. Ich krieg's gar nicht auf. Ich krieg nie Flaschen auf. Fakt 31, ich krieg nie Flaschen auf. Nie. Muss ich jetzt wirklich meinen Mann holen? Ich krieg nie. Ich glaube es nicht. Ich habe es. Riecht nach Pflanze. Also mir schmeckt's nicht. Ich hole mal meinen Mann, vielleicht schmeckt's ihm. Jetzt probier mal. Das ist dieses Kokosnusswasser, was wir uns bestellt haben. Du hast doch nicht. Ich habe schon probiert. Sag aber ganz ehrlich, ja? So habe ich auch geguckt. Mir schmeckt das überhaupt nicht. Muffig. Nee. Schon ein bisschen. Aber wir trinken das aus, damit wir das nicht wegkippen. Wir kippen keine Lebensmittel weg. Okay. Okay, wir können ja die Jungs fragen, ob es denen schmeckt. Ja. Nee, also meinem Mann schmeckt es auch nicht. Gut. Dann habe ich 5 Green Smoothies bestellt und zwar mit Minze, Möhre, Birne, Rucola, Mango und Apfel. Da bin ich mal gespannt. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie die schmecken. So, dann habe ich noch ein Ziegenkäse am Stück. Ich liebe Ziegenkäse. Ziegenkäse überbacken, Ziegenkäse gehobelt.
Dann habe ich hier einmal noch von Bonduelle so einen Gartenmix gekauft. Da ist grüner Kopfsalat, roter Kopfsalat und Petersilie dabei. Dann Joghurt, laktosefreier, fettarmer Joghurt. Und den essen wir jeden Morgen mit Cranberries drin oder Heidelbeeren drin. Dann habe ich vom Grünländer so ein Zweierpack Käsewürfel geholt in mild und nussig. Auch zum Snacken oder für einen Salat. Dann unser Lieblingskäse. Ich liebe diesen Käse. Von Kerrygold der Butterkäse. Und dort schmieren wir uns dann einfach auf den Käse Butter, ein Salatblatt rein, zusammenrollen und fertig. Deswegen zweimal. Und was wir wieder mal brauchten, war Parmesan. Habe ich wieder am Stück gekauft und den raspeln wir dann für unsere Zucchini-Nudeln oder einfach über die Gemüsepfanne, über den Salat. Also wirklich, Käse geht bei uns immer. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seid bei meinem nächsten Video mit dabei. Und bald habe ich Semesterferien. Da überlege ich, zweimal die Woche ein Video hochzuladen. Und zwar mittwochs und sonntags. Und wenn euch das gefallen würde, würde ich mich über ein Feedback freuen. Und bis dahin, eure Anne.